Herzlich willkommen auf dem Kanal von speedclipping.com. Heute zeige ich dir, wie wir ein geiles Logo erstellen können und wie wir das dann noch perspektivisch richtig in jedes Hintergrundbild einbauen können. Viel Spaß! Heute gibt es hier ein 2-Schritt-Tutorial für dich. Im ersten Teil zeige ich dir, wie wir hier ein Logo erstellen können, was für diese Truck Company wirbt. Und im zweiten Teil werden wir dann das Logo hier auf die Seite von dem Truck aufbringen, dass es noch vollständig realistisch wirkt. Und du kannst das halt ähnlich wie, ich habe ja auch schon ein anderes Video zum Thema Mockups gemacht, also wie du ein Logo designen kannst und das auf Bücher packst, ist dies wieder hier der Fall, dass du dir halt häufig nicht vorstellen kannst, wie würde denn, wenn ich jetzt hier ein geiles Logo habe, wenn ich einen Slogan habe, wie würde der denn wirklich in der Praxis aussehen? Und wenn du dir vorstellst, ich würde das jetzt auf so einem großen LKW drucken lassen, huiuiui, das wäre ganz schön teuer. Das ist doch viel, viel günstiger, wenn wir das mit Photoshop machen können. Und los geht's! So, Schritt 1 ist natürlich, wir müssen unser Logo erstellen. Und dafür habe ich mir erstmal gedacht, nehmen wir erstmal eine grobe rechteckige Form, hier mit dem rechteckigen Formwerkzeug, ziehen die hier auf, ziemlich breitformat, wir können es ja auch mal vorstellen, so groß ist ungefähr hier der LKW, füll den mit weiß, genau, das sieht schon mal ganz gut aus, so, dann packe ich den schon mal in eine Gruppe, einfach damit wir jetzt eine Gruppe haben, hier unten klick auf das Gruppensymbol und dann ziehe ich die Ebene dort hinein, nenne die Gruppe Logo. Unser Logo wird nämlich im Endeffekt aus drei verschiedenen Bereichen bestehen. Zum einmal oben der große Name Premium Quality, dann Made in Germany und um dieses Made in Germany nochmal weiter zu unterstützen, einfach drei Balken in Schwarz, Rot und Gold. Also, als erstes, so ein Logo, was ich herzustellen will, ist wirklich simpel, also da kannst du dir natürlich viel mehr Zeit nehmen. Ein richtig, richtig cooler Trick ist auch, wenn du jetzt selber denkst, meine Firma braucht ein cooles Logo, du bist aber selber nicht so bewandert mit Photoshop, dass du auf Freelancing-Plattformen dir für sehr, sehr wenig Geld ein professionelles Logo von professionellen Designern erstellen lassen kannst. Aber ehe diese Tutorial zeige, werde ich jetzt mal auch mein Bestes geben. Also unsere Firma, wie ich schon gesagt habe, wird ein Premium Quality. Das heißt, wir suchen als erstes mit T-Conference Textwerkzeug. Suchen uns hier eine schöne Schrift aus. Ich habe hier Century Gothic einfach genommen. Klick hinein und schreibe einfach mal Premium Quality. So, das auf jeden Fall muss die Schrift hier in Bold, also in Fett. Und größer, wenn hier, du siehst, 72 ist das größte, größer geht nicht. Kannst du natürlich hier oben hin tippen und dann Werte eingeben. Ich weiß nicht, vielleicht 150 Pixel. Dann aber auf jeden Fall nicht mehr bold, sondern regular. Mal gucken, das sieht auch gut aus. Mit V kommst du ins Verschieben-Werkzeug, kannst es dann anpassen. Dies sind hier schon die Hilfslinien, die wir jetzt anzeigen. Aber die fixieren das nicht auf das rechteckige Werkzeug, sondern hier auf das Gesamtwerkzeug. Wenn du es mittig haben möchtest von diesem rechteckigen Werkzeug, dann gehen wir hier gerade nochmal auf unsere Hintergrundebene, weil wir müssen die ja nicht mehr transformieren. Rechtsklick, Ebene rastern. Wenn wir jetzt mit gedrückter Alt-Taste hier auf das Vorschaubild klicken, haben wir eine Auswahl. Genau, und dann gehen wir hier auf Ebene, Ebene an Auswahl ausrichten und dann sagen wir hier horizontal mitteln. Siehst du, jetzt sitzt unser Sound wirklich perfekt mittig. STRG-D können wir die Auswahl wieder aufheben. Jetzt kommt unser zweiter Slogan, das Made in Germany, wieder Textwerkzeug. Diesmal auf jeden Fall mit einer deutlich kleineren Schrift, vielleicht 72 Pixel. Schreib hier Made in Germany. Ja, 72 Pixel ist, glaube ich, doch immer noch ein bisschen klein. Vielleicht doch so ungefähr 100 Pixel. Das sieht gut aus. Jetzt mit V wieder ins Verschieben-Werkzeug. Jetzt, dadurch, dass das hier mittig ist, können wir es daran anpassen. Jetzt rauszoomen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Vielleicht noch ein Ticken nach oben. Aber das wäre jetzt ja einfach nur Text. Text kann ja jeder, wir sind spezieller, wir machen da noch eine Art von Deutschlandfahne mit hin. Und zwar, das was wir machen, ist, wir nehmen hier das rechteckige Auswahlwerkzeug auf einer neuen Ebene und ziehen hier eine grobe rechteckige Form aus. So,
Dann mit Shift Backspace kommst du in den Füllen-Dialog. Das erste füllen wir hier mit Schwarz. Stärken das Ganze mit, okay, Steuerung D können wir die Auswahl aufheben. V kommst du ins verschiedene Werkzeug und dann würde ich hier das wieder mittig anpassen. Wenn du jetzt wieder nicht ganz sicher bist, machen wir genau den gleichen Trick, den wir eben angewendet haben, nochmal. Also Ebene, Ebene an Auswahl ausrichten und jetzt sagen wir erst horizontal mitteln und dann nochmal, damit wir auch einfach mal gucken können, wo unsere genaue Mitte ist, hier auch noch vertikal mitteln. Jetzt ist es wirklich perfekt mittig, sehr gut, Steuerung D. Jetzt erstellen wir wollen ja, Deutschland besteht ja nicht nur aus einem Streifen, sondern dreien. Stellen wir zwei Duplikate mit Steuerung bzw. auf dem Mac Command J. Jetzt nehmen wir die erste. Mit V kommst du ins verschiedene Werkzeug und dann empfehle ich dir die Pfeiltasten zu nehmen. Dadurch bleibt das nämlich auf einer Höhe und schieben das jetzt hier mit der Taste nach links. Einfach so lange bis nach links, bis es uns gefällt. Das kann jetzt vielleicht ein Ticken dauern. So, würde ich sagen, ist das ganz gut. Dann nehme ich die Ebene da drunter und schiebe die nach rechts. Tralala. Und dadurch, dass wir die Ebenen dupliziert haben, haben wir jetzt halt nicht das Risiko, dass die irgendwie unterschiedlich groß werden. Das Schöne ist, wenn du jetzt hier siehst, wenn ich hier mit der Maus draufklicke, wird das auch direkt mir geholfen, dass die den richtigen Abstand haben. Ich jetzt mal rauszoome, das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, ich markiere alle drei Ebenen, Steuerung T, kann man die nämlich noch ein wenig kleiner transformieren. Mit gedrückter Alt-Taste sorgst du dafür, dass es halt hier gleichmäßig skaliert wird. So, und auch hier. Genau. Und Deutschland hat aber nicht drei schwarze Balken, sondern Schwarz-Rot-Gold. Das heißt, wir nehmen hier die mittlere. Können jetzt gucken, dass wir die jetzt auch natürlich richtig angeordnet haben von der Reihenfolge her. Ich glaube, dafür muss der nach unten. Doppelklick auf die Ebene jetzt von der mittleren und dann auf Farbüberlagerung. Und dann wählen wir natürlich ein schönes Rot. Das Schwarz-Rot-Gold hier oben. 100% rot, stärken das Ganze und das gleiche jetzt hier nochmal mit der anderen Ebene, nur dass wir hier nicht rot, sondern gold wählen, schön gelbton, so sieht das gut aus, stärken das Ganze mit okay, okay und voila, jetzt sind wir mit unserem Logo schon fast fertig. Ich finde zum einen ziemlich gut, dass ich finde, das Gelb ist noch ein bisschen zu krass. Das ist aber das Schöne, dadurch, dass wir mit einem Ebeneneffekt arbeiten. Farbüberlagerung, Doppelklick, dann können wir hier den Gelbton doch nochmal weiter anpassen. Vielleicht hier noch ein bisschen wärmere, ein bisschen heller. So, ein Ticken heller. Ja, so ist gut. Stellen wir das mit, okay. Okay, und unser Logo ist fertig. Wobei, was man noch probieren könnte, hier vielleicht noch eine Art Kasten rumzusetzen. Also wieder mit M kommst du ins rechteckige Auswahlwerkzeug. Kannst hier so eine rechteckige Auswahl rum aufziehen. Dann klickst du auf eine neue Ebene. Mit Backspace Shift würde ich die mit Schwarz füllen. Dann kannst du oben gehen auf Auswahl. Auswahl verändern, verkleinern. Dann mal gucken, 10 Pixel, können wir mal ausprobieren. 10 Pixel ist eindeutig zu wenig, aber ganz einfach nochmal wenden wir das Ganze jetzt an. Und zwar wieder mit verkleinern, diesmal würde ich sagen vielleicht 30 Pixel. Das ist immer noch, ich würde es nochmal machen, je nachdem, du musst halt wirklich gucken, dass es so für dich gut aussieht. Ja, so sieht das gut aus. Aber und jetzt einfach mit der Entferntaste, zack, gelöscht. Und jetzt haben wir unser Logo vollständig fertig. Jetzt können wir noch überlegen, ob wir den Hintergrund hier haben möchten oder nicht. Dafür haben wir das aber hier alles innerhalb von einer Ebene. So, dann blenden wir gerade die Hintergrundebene aus, sagen Steuerung Alt Shift E. Dann wird das hier alles auf eine Ebene zusammen gemerged, schieben die nach oben. Dadurch arbeiten wir auch non-destruktiv, können jetzt die Hintergrundebene wieder einblenden und mit V, siehst du, können wir jetzt hier unser Logo verschieben bzw. so genau anpassen, wie wir wollen. Und jetzt
wollen wir es halt hier auf diese Seite von dem LKW anbringen. Das ist wirklich schnell gemacht, einfach Steuerung T gewählt. Dann siehst du, kannst hier das Logo verformen, wie du willst. So, wollen wir natürlich nicht. Und dann kannst du hier oben auf Datei transformieren und dann verzerren gehen. Dies, indem du hier hinklickst, kannst du dann da genau anpassen, wo die einzelnen Ecken liegen sollen. Dadurch dadurch erschaffen wir halt eine realistische Perspektive, dass halt hier auch so eine Art von Fluchtpunkt folgt. So. Jetzt mal ein bisschen näher ran. Weil wir wollen das Logo ja nicht hier unter unseren Befestigungen haben. So. Darauf würde ich jetzt achten, dass hier hinten die beiden Linien ungefähr parallel sind. So, das sieht gut aus. Bestätigen es mit OK. Jetzt sieht das natürlich wirklich so aus. Ach, da hat jemand einfach das Logo genommen und auf mit Photoshop draufgeklatscht. Das lässt sich aber einfach ändern, indem wir den Ebenenmodus nehmen und zwar auf Multiplizieren wechseln. Dadurch siehst du, scheinen jetzt halt hier die dunkleren Bereiche wieder gut durch und auch die echte Struktur. Man sieht jetzt hier allerdings so ganz leicht die Kante von dem Logo außenrum. Wenn dich das jetzt stört, würde ich einfach hingehend hier eine Ebenenmaske hinzufügen mit einem schwarzen Pinsel. Dann hier einfach und natürlich eine Deckkraft von 100%, dann eine höhere Telefonhärte, einfach hier einmal um den Rand rum malen. So. Dann ist das nämlich auch weg. So. Das sieht schon mal ziemlich cool aus. Aber wenn wir uns das jetzt hier direkt anschauen, die Kanten hier sind deutlich viel, viel weniger scharf als hier von dem Logo selber. Also würde ich das Logo noch ganz bisschen weich zeichnen. Ganz einfach Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner mit einem gleichen Radius, also 1,6 Pixel. Das ist zu viel. Ein Pixel sieht gut aus, bestätigen das Ganze mit OK. Und fertig sind wir mit der Logo-Erstellung. Wobei ich glaube, ich würde einfach so aus meinem persönlichen noch ein bisschen hier das nach unten ziehen. Aber das ist ja auch schön, einfach transformieren, verzerren. Wir können dann hier unten das anpassen. So, perfekt. Also du hast gesehen, es ist super einfach, so ein Logo zu erstellen und es dann auch perspektivisch absolut korrekt auf ein LKW, auf ein Auto, auf was auch immer, auf einen Container anzubringen. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr von solchen Tutorials erfahren willst, dann abonniere den Kanal, like das Video und teile es mit deinen Freunden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!